willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad-Builder in FIFA 15. Ja, leider Gottes haben wir ja mittlerweile Price-Ranges. Ich sage leider Gottes, weil es weniger Spieler gibt, weil weniger Leute Bock auf dieses Game haben und weil es dementsprechend extrem schwer ist, hier irgendwas zu machen. Wir können mal kurz gucken, gibt es auf der Xbox noch Ronaldos? Ich glaube ehrlich gesagt fast schon nicht, denn es ist irgendwie so, dass fast alle Spieler abhanden gekommen sind. Ja, doch, auf der Xbox gibt es noch welche, auf der PS3 gibt es, auf PS4 gibt es anscheinend keine mehr, Ultimate Team Server unterbrochen, also die Server sind auch richtig gut am Funktionieren, läuft auf jeden Fall. Wenn das Video trotzdem gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und ich habe mit dem Team wieder schön Verlust gemacht, aber ist egal, ich baue es jetzt hier trotzdem und muss euch leider sagen, das Team war richtig, richtig schlecht. Es war ein Sub-Creativity-Team, ich werde das jetzt normal als Squad-Builder mal deklarieren, ist aber natürlich trotzdem Sub-Creativity jetzt eingeblendet, wer es erstellt hat, danke auf jeden Fall an dich, ich habe noch zwei Männer auf den Matches gefragt, du hast es geschafft und naja, was soll ich großartig sagen? Es sind so wenige Tore mit diesem Team gefallen und jetzt wird ihr gerade gamert. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich hoffe, ihr hört es gar nicht, weil ich Musik jetzt in der Grundtour, deswegen extra. Es sind so wenige Tore gefallen, dass ich eine Fail-Compilation machen werde. Ja, ich werde euch zeigen, wie schlecht dieses Team war im Abschluss, beziehungsweise auch hinten drin. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr irgendwie PS1 mag, ist auch gut am Ort schon bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Auch damit könnt ihr mich sehr gut unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet. So, Torwart ist Iker Casillas. War grauenhaft. Auf der Linie 1 gegen 1 ganz okay. Ansonsten wirklich richtig schlecht. Muss ich nicht viel zu sagen. Der war nicht gut. Innenverteidigung bestehen dann aus Pepe. Und auf der rechten Seite haben wir einen Silberspieler. Und zwar Rocco. Geht einigermaßen klar. Rocco war ganz okay, aber nicht sonderlich gut. Pepe war da deutlich besser. Mittelorarbeit dran, 73 Tempo. Also der war wirklich gut. Mit der einzige gute Spieler in der Defensive, beziehungsweise der einzige, der irgendwie die Defensive zusammengehalten hat. Rocco war da, hat ein bisschen was rausgerissen, aber nicht mehr allzu viel. Also so gut war der auch nicht. Rechtsverteidiger ist ein Silberspieler und zwar sein Strongling Suarez. Hat immerhin 83 Tempo, hat mittlere Arbeitsraten, hast aber nicht viel von gesehen, denn der stand meistens irgendwie abseits rum. Und trotz seiner guten Physikswerte kann er nicht verteidigen, kann nicht passen, kann nicht dribbeln und war dementsprechend nicht sonderlich gut. Und 1,72 auch noch großer Kopfball verloren. Von daher, naja, geht auf jeden Fall besser. Linksverteidiger war dann Chane, heißt der, glaube ich. Chana Erkin, hohe Mittelarbeitsraten an sich, kein schlechter Spieler, aber auch der hat die ganze Zeit nur, der hat nur vorne rumgehangen, der war nicht defensiv aktiv, der hat defensiv absolut nichts gemacht, der hat sich überlaufen lassen, der hat sich austribbeln lassen, der hat sich hochnehmen lassen, der hat glaube ich auch einen Elfmeter verursacht, also das war wirklich alles andere als schön, war nicht so geil die Defensive allgemein, hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, allgemein das Team hat keinen Spaß gemacht und das ist das, was mich aufgeregt hat, Meirelles stand, war zu langsam, mit 71 Tempo eigentlich gar nicht mal so langsam, hat ein Tor gemacht, ja, ist nicht so schlecht, aber na, das war trotzdem, allgemein ich habe mit dem Team in drei Spielen jetzt 6 Tore gemacht, wie auch immer, fünf Tore gemacht und Abseits-Tor und dafür, oder habe ich 6 Tore gemacht? Kann auch sein, dass ich 6 Tore gemacht habe und dafür aber auch motherfucking 11 kassiert, also richtig, richtig bitter und ja, was willst du dazu großartig sagen? 1,80 groß ist solide normalerweise, in dem Team war es nicht. Zentrales Mittelfeld, Fernandes, Five-Star-Skiller, aber für die Position absolut nicht aufgehoben. In der Mitte brauchst du da einen, der defensiv stark ist, der Kopfballduelle gewinnen kann und der robust ist und das ist eher nicht Körperstärke wie gar nichts quasi. Gutes Dribbling, gutes Passspiel, der Schuss ist in Ordnung, das Tempo ist in Ordnung, Five-Star-Skills sind schön, aber auf der Position einfach nicht brauchbar. Meiner Meinung nach, von daher definitiv nicht gut aufgehoben auf dieser Seite, zentral defensiv dann mehr der Spieler Gary Medel, der ist aber leider auch zu klein, kann kein Kopfballduelle gewinnen, dafür gute Physics, muss man ganz ehrlich sagen, gutes Tempo, gutes Defending, aber dann wieder die ja, Dribblings, Schuss und Passattribute überhaupt nicht gut, also der hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen, war aber ein Pitbull, das hat mir ganz gut gefallen, er hat einfach gekämpft, rechter Stürmer, der erste Man of the Match, Salah, kann laufen, kann dribbeln, ansonsten kann der gar nichts, Forster Skills in Ordnung, aber ansonsten wirklich richtig, richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, einfach weil er nicht schießen und passen kann, er kann laufen, er kann dribbeln, aber das bringt ihm auch nicht besonders viel, weil er so körperschwach ist. Also das geht auf jeden Fall besser und das war nicht so sonderlich toll. Ich habe ihn für 100.000 gekauft oder für 130 sogar. Ja, das war auch der mindeste Preis. Jetzt ist er bei 100.000. Ich werde ihn auch jetzt auch direkt draufstellen, also wundert euch nicht. Ja, ich weiß einfach, das war einfach scheiße. So, Stürmer kommen wir dann zu, ist Rondon, linker Stürmer, beziehungsweise linker Flügelspieler habe ich ihn jetzt, ist dann Dani, ne, nicht Ronaldo, Dani, ebenfalls Portugiese halt. Ja, Dani war in Ordnung, wie immer, 2 Vorlagen gemacht, war schnell, war dribbelstark, war passstark, war schussstark, war in Ordnung, hat fast ein schönes Seitfallzieher-Tor gemacht, aber allgemein, was dieses Team für Chancen vergeben hat, ne, das werdet ihr auch in der Fail-Compilation quasi sehen, das war echt... Oh, das war so bitter, ne? Ich glaube, Daniel hat auch eine richtig miese vergeben, also naja, war nicht so sonderlich toll und Rondon war immerhin 4 Tore gemacht, ne? Wie auch immer er das gemacht hat. Er stand teilweise noch richtig, er hat Tore gemacht. Ich glaube, ich werde noch mal einbauen, weil schlecht war er wirklich nicht, aber der Rest des Teams war einfach so wack, dass Rondon wirklich auch nicht sonderlich toll war. Ich glaube, ich baue auch eher den Second Inform oder sowas ein, weil der Man of the Match ist auch schon runtergegangen bis zum geht nicht mehr, eben weil es den Second Inform gibt. Muss mal gucken, ob ich den irgendwie noch loswerde. Hab damit auch wieder 30k Verlust gemacht, aber was soll's. Normalerweise hätte ich die vielleicht in Packs gesteckt. Von daher mal sehen, ob ich ihn irgendwie los wäre, wäre ganz schön.
muss man einfach mal schauen. Ja, wie gesagt, Rondon hat auch extrem viele Chancen vergeben, extremer Slapstick-Spieler, aber war an sich halt gut. Er hat halt ab und zu mal richtig gestanden, hat schöne Tore gemacht, gute Abschlüsse gezeigt, aber dann in anderen Situationen auch wieder Abschlüsse gezeigt, wo du denkst, den hätte sogar ich reingemacht. Und naja, das war halt wirklich alles andere als gut. Allgemein das beste Team. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fail-Compilation und bei den Toren im Endeffekt dann noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mich kotzt es an, dass ich Verlust gemacht habe, aber was willst du tun? Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.